Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quickshot! Heute Pandemic! Und zwar schnelles Einsatzteam. Wir sind dann mal weg. Kommen wir zum Spielaufbau und zur Regelerklärung. Legt zunächst mal die entsprechenden Hilfsgüter auf die entsprechenden Räume. Des Weiteren stellt ihr die Sanduhr bereit, legt drei dieser Chips neben die Sanduhr. Nehmt drei Städte, legt diese auf diesen Stadtstapel. Des Weiteren deckt ihr eine Stadt auf, da stellt ihr euer Flugzeug hin. Und dann deckt ihr zwei weitere Städte auf, in diesem Fall Moskau, und legt die an den Spielfeldrand. Und zwar dahin, wo die Städte sind tatsächlich. So, Seoul, das war bloß unsere Stadtstadt, die kommt weg. Alle anderen Städte spielen nicht mit. Also hier liegen nur drei zufällige drin. Jeder Spieler nimmt sich einen Spezialisten und die Spezialisten haben eine Fähigkeit, wie hier in diesem Fall. Du hast in jedem Zug bis zu zwei weitere Wiederholungswürfe, weil eigentlich hat man nur zwei. Und hier ist auch direkt das Symbol, wo wir starten. In diesem Fall startet sie hier im Frachtraum, während diese Spezialistin immer hier in der Nahrungsmittel startet. Und ich habe die Fähigkeit, du kannst deinen Würfel mit dem Flugzeugsymbol auf eine beliebige andere Seite drehen. Auch sehr schön. Ja. So, wie läuft das Spiel nun ab? Wir beginnen das Spiel, drehen die Sanduhr um und dann wird's hektisch. Wir werfen die Würfel und ich stehe jetzt hier in diesem Raum. Ich könnte jetzt zum Beispiel diese Nahrungsmittel hier rauslegen und habe da jetzt nur einen gewürfelt. Wichtig ist, ihr müsst hier immer diese Bereiche mit einem Würfelwurf füllen. Und jetzt könnte ich natürlich schauen, was kann ich noch Sinnvolles tun. Ich dürfte zum Beispiel diesen blauen Würfel nutzen, um ein Feld mich zu bewegen, um hier entsprechend eine Spritze abzulegen. Nochmal ein Feld mich bewegen. Mit dem zweiten blauen Würfel hier rein und hier zwei Pflaster ablegen. Und dann wäre schon Dennis dran. Okay, so, ich versuche jetzt am besten nämlich mit zwei Würfeln hier reinzukommen, weil wir nämlich diese Blitze brauchen, um diese Aufgaben zu erledigen. Hier habe ich schon mal einen Blitz geschafft. Jetzt kann ich weiter würfeln. Noch einmal darf ich. Wunderbar, ich habe nämlich das Flugzeug gewürfelt, das ist meine Fähigkeit, kann diesen auf den Blitz legen, habe jetzt drei Würfel, die ich hier reinlegen kann. Wunderbar. Genau, weniger hätte auch gar nicht funktioniert. Jetzt habe ich aber blöderweise nur noch zwei Würfel übrig. Und jetzt muss ich natürlich einen super Würfelwurf landen. Natürlich nicht. Ich dürfte nun aber mit diesem Würfelwurf das Flugzeug zwei Felder weiter bewegen, für jeden Würfel ein Feld. Und es ist hier wichtig für uns, wir wollen hier Energie zweimal hier auch einmal Energie, das heißt, wir brauchen drei Energie-Cubes. Und das schaffen wir nur, wenn wir die Energie jetzt auch nutzen in dem Raum. Dennis, würfel schnell. So, ich würfel jetzt weiter. Ha, wunderbar. Zwei Blitze. Das heißt, ich kann nämlich hier reinlegen. Genau, und damit produzieren wir jetzt entsprechend Energie. Für die ersten drei hätten wir einen Energie-Cube, für den vierten dann zwei und für den drei. Das heißt, wir legen diese drei Cubes hier in unseren Frachtraum. Der Platz da drin ist allerdings begrenzt, das heißt, wir sollten dringend aufpassen. Und nun muss Dennis, weil beim Produzieren fällt Müll an, diese fünf Würfel, mit denen er produziert hat, werfen. Jeder Würfel, der nun in einem Kreissymbol, also hier die Konserve und das Flugzeug zum Beispiel zeigt, erzeugt einen Müll. Und wir dürfen niemals Müllstufe 11 erreichen, sonst haben wir direkt verloren. Jetzt wäre ich dran. Und stopp, da ist die Sanduhr abgelaufen. Das bedeutet, wir nehmen hier einen Chip und legen den raus. Nicht genug, dass die Zeit jetzt abgelaufen ist. Wir decken hier die nächste Stadt auf, das ist Istanbul. Legen diese hier an und drehen dann die Sanduhr um. Ich dürfte nun also würfeln und habe hier nur ein Pflaster gewürfelt. Könnte nun aber hergehen und hoffen, dass es für Istanbul reicht. Aber das Risiko gehe ich nicht ein. Ich möchte natürlich auf die Pflaster gehen, weil die brauchen wir. Ich würfel jetzt mal mit meinen Würfeln hier weiter. Ich habe dieses Pflaster hier und könnte jetzt diese Pflaster hier füllen, indem ich 1, 2 hier rüberlaufe, nehme 2 als Bewegung und kann jetzt ebenso hier diese einsetzen. Dennis ist unser Producer, er produziert jetzt 3 Pflaster. Hier müssen wir jetzt natürlich auch wieder schauen, wie viel Müll haben wir. Wir haben Glück, nur einen Müll. Und jetzt müsst ihr noch zwei Sachen wissen. Das Ausliefern und wie bekommt ihr den Müll weg. Jetzt habe ich auch meinen Würfel wieder zurückbekommen von der Pflasterproduktion. Und jetzt versuche ich natürlich hoffentlich auszuliefern. 1, 2, 3, 4 Schritte brauche ich, um darüber zu laufen. Das ist ja bescheuert. Aber ich habe hier Spritzen. Das heißt, ich laufe hier rüber und produziere hier Spritzen. Ein Würfel zum Laufen, 3 für die Spritzen. Ich könnte jetzt natürlich die Spritzen, aber das ist zu wenig. Ich mache das nicht. So, ich laufe jetzt 1, 2, 3, 4 rüber.
Dafür legt Dennis 4 Würfel ab. Richtig. Und jetzt brauchen wir ein Flugzeug, um die Stadt, über der wir gerade fliegen, in dem Fall Bangkok, beliefern zu können mit den Hilfsgütern. Das sind 2x Energie und 2x entsprechende Medikamente. Das heißt, diese Würfel werden zurückgelegt, Bangkok ist erfolgreich behandelt, wird in die Schachtel gelegt, wir bekommen hier wieder einen Zeitmarker zurück und das Spiel geht weiter. Die Sanduhr wird wieder gedreht, weil es ist wieder an der Zeit, die ist abgelaufen und wir haben hier Essen. Lege ich hier mal seitlich an, brauchen wir jetzt nicht unbedingt 10. Denn eine Aktion haben wir euch noch nicht gezeigt. Und das ist die Müllraumaktion oder die Müllaktion, aber die zeigt euch der Dennis sicher gleich. Ich versuche hier mal noch Spritzen zu produzieren, hervorragend. Und damit kriegen wir 3 Spritzen in unseren Versorgungsraum. Und kein Müll, das ist gut, genau so muss es laufen. Ich versuche jetzt den Müll loszuwerden. Genau, und um Müll loszuwerden, müsst ihr quasi verschiedene Würfel hier ablegen. Das wären jetzt in dem Fall schon 4 verschiedene Würfel, die Dennis hier reinlegen könnte und bräuchte jetzt noch einen, um quasi, oder die Spritze einfach zu nehmen, um hier den Wert, um entsprechend diese Zahl zu senken. 4 runter, das wäre wieder Müllwert 0, hervorragend. Sollten wir hier keine Zeitscheiben mehr haben, verlieren wir. Wir gewinnen, sobald wir alle Städte hier auf dem Nachziehstapel und die Ausliegen mit Hilfsgütern beliefert haben. Und das ist die Erklärung zu Pandemie schnelles Einsatzteam. Und wenn euch das nicht reicht, dann habt ihr noch mehr Spezialisten und auch noch ein paar Karten, die das Spiel schwerer gestalten. Und zwar in der Hinsicht, lege einen beliebigen Hilfsgut in den Frachtraum, vom Frachtraum in den Produktionsraum zurück und so weiter. Das sind nochmal fiese Ereignisse, falls euch nicht schwer genug ist. Und das war jetzt auch nur zum Reinschnuppern das einfache Spiel. Wir sind wieder da. Wir sind gelandet sicher und haben alle verarztet. Ne? Ja. Das war das erste Pandemiespiel, das Dennis gespielt hat und dann auch noch ein Echtzeitspiel. Und jetzt spielt er nie wieder Pandemiespiel. Nee. Also es ist kein Spiel für schwache Nerven, oder? Nee. Ich bin auch nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich habe ja auch Space Alert gespielt und Galaxy Trucker und so. Da hat man ja auch so diese Echtzeitelemente drin, aber hier war es schon, ja, war es auch hektisch halt. Ja, also es ist wirklich, wie ich schon angedeutet habe, kein Spiel für schwache Nerven und ja. Es gibt auch definitiv genügend Spieler, die eben nicht unbedingt zur präferierten Zielgruppe dieses Spiels gehören. Ja. Und genau dieses Problem hat man bei Space Alert, bei Magic Maze, bei Galaxy Trucker eingeschränkt, weil das kann man auch gediegen spielen, wenn alles gediegen spielen. Ja, wenn einer Panik macht, dann verfallen alle 3. Das stimmt. Aber Echtzeitspiele, boah, ich habe mich da hinterher bislang nach jeder Partie gestresst gefühlt. Ja. Nicht so, dass ich es jetzt sage, mir hat das Spiel nicht gefallen, ganz im Gegenteil. Mhm. Es ist so, dass ich es wieder spielen möchte, aber ich merke an meinen Mitspielern, dass ich da einen Druck aufbauen muss teilweise, weil sie eben nicht unbedingt präferiert jetzt schnell würfen, schnelle Entscheidungen treffen. Und das ist eben was, wo nicht unbedingt jeder mit klarkommt. Und dessen solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr Pandemic schnelles Einsatzteam auf den Tisch bringen wollt. Und da hast du auch ein bisschen das Alpha-Leader-Problem, weil wenn du merkst, hey, der kommt nicht zu Potte, mach doch mal hier, probier doch das, ne? Und dann das ist auch ein Spiel, was nicht nur den Alpha-Leader, wie soll ich sagen, heraufbeschwört. Ja. Es braucht im schlimmsten Fall den Alpha-Leader, würde ich sogar sagen. Gerade wenn man langsame Spieler drin hat. Ja. Sobald einer durchschaut hat, was man machen sollte, jetzt gerade in der Situation, muss man fast schon was sagen, weil sonst ist das komplette Team aufgeschmissen. Ja. Und das ist so ein bisschen was, das ist halt ein sehr spezielles Spiel. Aber ich sag mal, dieses, auf der anderen Seite, wenn man das Ganze jetzt von der thematischen Seite betrachtet, es simuliert den Ausnahmezustand. Wir sind ein Einsatzteam in Ausnahmezustand, ja. Ja. Und das ist genau das, wo ich sage, rein thematisch passt es gut. Ich stelle mir vor, wie die Epidemie ausbricht und im Flugzeug würfeln die Helfer um. Genau. Nein, aber es kann aber auch passieren, ich hatte eine Partie, wir hatten alles, was wir gebraucht hatten, an Impfstoffen, wir mussten nur noch fliegen. Ja. Und dann würfeln 4 Leute verzweifelt in die Flugzeuge und stehen zu viert im Frachtraum. Ja, wer kann jetzt endlich liefern? Ein Flugzeug, nachwürfeln. Und zack, der Nächste. Und, oh shit, Zeit, Sanduhr, sie läuft gleich durch. Oh, wir brauchen Zeit. Yeah. Wow, und das sind genau die Momente, auf das sollte man sich einstellen, wenn man pandemieschnelles Einsatzteam spielt. Und wenn einem das gefällt, dann könnte das genau das richtige Spiel sein. Aber seid ihr eher so die Grübelbären, die langsam entscheiden, lasst die Finger weg. Also Adrenalinkick, das hier.
Hinterher, da geht die Pumpe. Ja, wirklich. Und das ist kein Absacker. Nein. Weil danach geht ihr nicht heim. Wir haben das Absacker gespielt. Das ist ein Warm-up-Spiel. Ja, das weil da hat er hinterher den Puls, um dann in Underwater Cities oder ein sonstiges, einen sonstigen Klopper zu spielen. Aber nicht als Absacker. Ja. Nicht falsch verstehen. Die Spielzeit mit 20 Minuten, das passt. Die Erklärung geht relativ flott. Ihr habt es gesehen. Wir haben alles erklären können innerhalb kürzester Zeit. Nur seid euch der Hektik bewusst. Dann seid ihr auch nicht enttäuscht oder habt falsche Erwartungen an das Spiel. Ja. Das war's soweit zu Pandemie, schnelles Einsatzteam. Und wir fliegen dann mal schnell zum nächsten Einsatz weiter. In diesem Sinne, macht's gut und viel Spaß beim Spielen und bis bald. Tatütata. Tschüss.